So, liebe Leute, nächster Auftrag wartet. Das hier ist für den Cruiser, habe ich bestellt. Mit den dicken Reifen, die da drauf sind, wird das schon taugen. Und hier haben wir einen kompletten Umbau, mehr oder weniger. Ein Bertin, aber ziemlich durchgerockt. Bertin. Musste ziemlich alles gemacht werden. Lenker, Vorbau, Bremshebel, Züge, Ritzel, Fragezeichen, Umbaulenker und die Griffe. Ja. Fangen wir mal an. Also, alles abbauen, was ab muss. Ihr kennt es ja. Ist ja im Grunde genommen nicht neu für euch. Alte Hasen seid ihr ja schon hier. Wer bei mir hier zuguckt, weiß, das geht schnell. Also, kompletter Umbau von Bertin Rennrad auf geraden Lenker. Mit so Fixie-Style sozusagen. Ja. So, wir gucken mal, ob der Vorbau sich noch lösen lässt. Da schaut er jetzt einfach mal zu vorn hier aus. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ein Stück runter. So. Also, zuerst mal, wie gesagt, baue ich immer alles ab, was ab muss. Und da haben wir schon das erste Problem. Aber, ja, komm. Kommt zwar langsam, aber er kommt. Das brauchen wir wie die 40. Macht die Sache nicht super leicht, aber leicht her. Gut, also ein bisschen wie die 40 rein. Kurz anlösen und wenn wir Glück haben, geht er sogar raus. Der Vorbau ist sehr tief drin. Ein bisschen braucht ein bisschen Arbeit, aber der Konus ist locker. Das ist schon mal viel wert. Ja, genau. Okay. Stellen wir das Ganze noch mal auf den Boden. Da läuft die Rostsoße raus, Wahnsinn, ey. Also hier, da fehlt ein bisschen was. Der Rahmen hat schon lange keine Pflege mehr gesehen. Dann sieht er so aus. Also, die Bremszüge sind eh hinfällig, die sind total tot. Achtung, die Dinger hier nicht verlieren. Den packen wir beiseite, will der Kunde bestimmt mitnehmen. Ich würde es machen, ich würde ihn oberhalten, kein Problem. So. Vorohrlenker ist ab. Jetzt geht's los. Ja, bin leider. Eine Minute. Die Reste vom Vorbau raus. Okay, die Reste von den Zügen habe ich jetzt hier rausgenommen. Die Bremse laufen auch sehr gut. Trotzdem brauchen die Federn ein bisschen Fett. Fühlt sich gleich ganz anders an. Federn haben Fett, alles super. Jetzt weiter. Warte mal, was wollte ich denn? Lenker, einfach ein gerader Lenker. Bremshebel. Vorbau. Er wollte ein bisschen höher kommen. Zack, Bogen. Einmal Fett drauf auf den Vorbau.
Und rein. Okay. Tada. Mann, was los, Hölle? Dort fällt die Kamera aus. Ist wieder so weit oder weit mit der Kamera. Ich spack wieder rum. Also, Radlager hat gespielt. Also, ich habe jetzt den. Jetzt ist alles natürlich weg, die ganze Aufnahme. Also, den Vorbau habe ich jetzt schon drin, mit Fett natürlich eingebaut wieder. Den Steuersatzzeig nachgezogen. Den Lenker habe ich hier in den Vorbau reingebaut. Dann habe ich alles ausgerichtet, festgemacht. Jetzt ist hier vorne Spiel drin. Aber eben hier in dem Laufrad, das baue ich jetzt noch aus. Werde ich auch machen, obwohl es jetzt quasi jetzt nicht Aufgabe ist. Aber für mich ist es halt so, ist es auf Jahre. Weil soll ja am Ende ja ordentlich fahren. Und zieht das halt nach. Hallo? Ja, ich bin leider. Mensch, na super, ey, was war denn das? Das war ein Blitzverkauf. Ey, macht Verkauf. Das Diamantrad ist weg. Ja, mit neuen Decken, alt frisch gescheckt, frisch Service. Frei. Und jetzt hat 86 hier die Narbe. Aber die Narbe hat eine Macke. Ich merke schon. Also ich habe es jetzt ein bisschen eingestellt. Felgenring ist aber auch nicht mehr so dralle. Aber grobe Wackeln ist weg. Fantastisch, Hammer. Hammer. Lenker drin, Vorbau drin, alt fest, alt wunderbar. Jetzt Bremshebel auf. Wo sind sie? Wiegen ja. Zack, zack. Griffe. Vierer Eisen festschrauben, Bremshebel 1 fest, Bremshebel 2 fest, so, und jetzt kommen die Züge ran. Zug 1, Zug 2. Der Zug hier rein. Da rein. Da rein. Hallo. Ja, hallo, bin leider. Da rein. Mensch, siehst du, heute trage ich meine neuen Schuhe in der Werkstatt. So, Achtung. Jagdweiher. Das ist Jagdweiher. Das
Macht nicht den Fehler, baut V-Brake Bremshebel an. Die könnt ihr nicht bedienen. Die funktionieren nicht bei der Kraftübertragung. Hier habe ich extra von Shimano Sora Bremshebel genommen. Die sind klein, sehen ganz geil aus und die funktionieren. Man kriegt unheimlich viel Kraft mit einem Finger schon auf die Bremse. Kann man schon vernünftig bremsen. Der Ansatzpunkt des Zuges ist halt ein anderer. Naja, okay. Das lässt sich hier nicht mehr groß beeinflussen. Okay, dann setze ich den ein bisschen anders ein. Bremszüge natürlich auch, wenn sie falsch stehen, richtig einstellen. Das gehört natürlich auch zum Programm. Die Dosierung der Federvorspannung ist echt schwierig bei den Dingern. Da muss man echt so ein bisschen raten, so ein bisschen hin und her. Ja, seht ihr? So, was stellen wir um. Mit beide Seiten gleich arbeiten. Geil. Funktioniert, ist genial. Schön, es funktioniert halt auch gut. Nur dann gefällt es mir auch. Zack, weg. Zack, weg. Okay, dann gucken wir mal. Die Finale 1 sind hier vorne. Perfekt. Achtung! Lenkervorbau haben wir. Bremshebel haben wir. Züge haben wir. Umbau Lenkergriffe haben wir. Ich rufe mal an, kann er abholen. Ha, der wird sich wundern. Was ist denn nur los? Was? Wie? Was hast du gesagt? Du hast keine Zeit. Ja, ich habe es jetzt gleich gemacht. 977. Wahnsinn. Geht nicht ran. Es ist. Was sollen wir machen? Es ist so. Das ist immer schade, weil ich mache sowas schnell fertig, damit wenn die Leute mal, ich merke ja mal irgendwie, oh ja, Mensch, ja, mach mal schnell und ich würde mich ja freuen und so. Ist ja auch für seinen Sohn. Und jetzt ist es, dann gehen sie nicht ran. Das ist so ein bisschen, oh, ach Mann. Hättest du dir doch Zeit lassen können. Ja, jetzt ist es erledigt. Und ihr habt mal gesehen, wie das funktioniert. Und wir haben eigentlich richtig geile Drahtschüler. Gut, haben wir. Jetzt sitzt sie. Okay. Perfekt.